Did you know that the German Luftwaffe obtained one Tupolev 2-154M, later codenamed Careless? One thing for sure, what happened next was careless. The aircraft collision of Namibia in 1997 occurred on September 13, 1997 over the Atlantic Ocean off the coast of the southwestern African state of Namibia. It was a head-on collision between a Tupolev Tu-154 of the German Air Force Flight Readiness of the Federal Ministry of Defense and a US military transport aircraft of the Lockheed C-141 Starlifter type. All 33 occupants of both aircraft lost their lives in the collision. Seglerjacke. Der Besatzung. Teile der Ausrüstung. Ein Sitz aus der Tupolev. Der Gurt gelöst. The reasons for the collision included an incorrectly chosen flight level by the Tupolev, contrary to the semicircular rule for cruising altitudes, as well as the lack of air traffic control in the affected area. Consequently, there was no radar surveillance or guidance by air traffic controllers. Now we've obtained open source and free to the public declassified audio recordings, graphs of the FDR flight data recorder, and additionally to the FDR an amateur film from the captain of the Tu-154M filming the whole incident. View discretion is advised. Statement News, heute bin ich Pilot, etc. Die ganzen Pussy-Ös-Leute, die wollen nicht fliegen im Sturm. Ja, deswegen mach ich das. Erstmal aber hier. Ah. Also, wo bin ich überhaupt, Alter? Machen wir das mal Highspeed und dann machen wir auch Highspeed, Alter. Warum will die Luftwaffe? Apropos Luftwaffe? Warum will die Luftwaffe, dass ich dieses alte Ding kriege? Ich weiß es nicht mehr, scheißegal, Leute. An. Machen wir vielleicht Flaps 15, genauso lang merkt man das. Ah, da geht's da draußen ab, Junge, ich mach mal alles an hier. Nee, stay. Machen alles an, let's go. Hier sind die Parkingbremse. Jetzt geht's ab, Digga. Ah. Wir fliegen auf Position. Erst mal ein Trinken drauf. So, es ist gut. Check Breaks. Was ist das für ein Alarm? Ich hab keine Ahnung, Digga. Es wird windig hier. So viel Hagel, so Shit, Alter. Oh, fuck. Kann ich schon abheben? Ich glaub schon. Mach mal einfach. Oh fuck! Okay. Fahren wir geil. Wow, wow, was geht hier ab? Ich sehe Schwanz, Alter. Egal, wir müssen schnell nach oben, wir kommen irgendwie raus, oder? Oh Junge. Alter, was geht hier ab? Ja, ja, mach ich. Oh Gott, was passiert hier? Wie geht's den Leuten hinten? Ja, wackelt ein bisschen, ne? Fuck, Alter. Passt, Alter, jetzt überdrücken durch. Ist Hamburg schon oben? Ja, mal so, machen wir auf neutral, Alter. Wie sieht's von draußen aus? Das sieht auch ganz gut aus. Oh fuck, nicht so hoch, Digga, nicht so hoch. Alles cool, wir kommen ja schon raus. Vielleicht sind wir draußen, Jungs. Was wird das hinten, okay? Junge, wie hoch ist diese scheiß Wolke, Alter? Ich sehe nichts, Junge. Das ist nicht gerade Regen, das ist wirklich Hagel. Aber Junge, warte mal, ich mach mal ein bisschen runter, damit wir ein bisschen nicht so viel Geschwindigkeit verlieren.
Und da werden wir schon nicht hinter uns. Oh yeah! Wir sind raus, Junge! So. Auch ein bisschen Politik hier in der Hand, ne? Ja, ja, schau mal, wir sehen wieder die Scheiße mal hier. So. Schmeißen wir mal den Autopiloten an. Holt mal die Altitude. Machen wir auch. Ja, ja, machen wir das hier an. Oh Gott, was passiert hier? Oh fuck. Oh no. Oh no, das war's bei uns. Wir fallen. Oh no. Oh no. Oh no. Scheiße. Ah, oh, das kann ich nicht mehr fangen. Oh shit. Oh no. Oh fuck, was geht hinter? Ja, die sind gegen, die drücken sich gegen das Fenster. Oh fuck. Ich kann nicht sehen. Oh no.